Es ist an der Zeit, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich würde sagen, du verwechselst Gerechtigkeit mit Rache, Roger Cobb. Glücksbringer! Was soll ich denn mit einem Ofenhandschuh anfangen? Wunderbar. Das ist ganz einfach wunderbar. Okay, Ende der Vorstellung. Entschuldigt, aber es gibt keine Zugabe. Schnappt euch Ladybug und Jaguar. Feuer nicht einfach drauf los, Roger Cobb. Hol mir endlich ihre Miraculous. Der Akuma muss in seiner Pfeife stecken. Die müssen wir uns irgendwie holen. Wie? Von mir aus kann's losgehen, Milady. Hey, ich habe eine Idee. Doch gut wäre so etwas wie ein Ring. Woher kann ich nur einen Ring bekommen? Ladybug, sieh mal da. Das ist Chloes Armreif. Genau das, was ich brauche. Lenk Roger Cobb so lange wie möglich ab. Dein Wunsch ist mir Befehl. Kataklysmus! Ich hab dich! Nein! Weiter geht's! Oh nein, er hat sich wieder hergestellt. Und er hat einen Knopf an seiner Brille gedrückt. Ich wette, da ist der Akuma versteckt. Level. Gut, aber ich habe nur noch ein paar Minuten. Ich steuere, du schießt. Wieso denn nicht umgekehrt? Wollen wir eine Münze werfen? Okay, du steuerst, ich schieße. Pass auf, da ist er schon wieder. Nicht, dass dir das noch zu Kopf steigt. Hochabwehr! Runde 2, Gamer. Pyramidenraketen. Kraftfeld, Cat Noir. Alles klar. Kraftfeld aktiviert. Katzenschwert. Pyramidenbohrer. Der Gamer hat echt viel Power. Er hat unser Kraftfeld zerstört. Gut, wir schaffen das auch ohne. Ladybomben! Laserwand! Lady Spiral! Faustschlag! Ohrenblitze! Er weiß immer, wie wir angreifen. Pass auf, Ladybug! Heute werde ich der Sieger sein. Kanonen!
Ich bin der stärkste Spieler der Welt! Wie sollen wir ihn schlagen, wenn er uns dauernd entwischt? Wir greifen weiter an und zerstören sein System. Tatsu Lady! Katuken! Gamezerstörer! Sorry, Mark! Katuken! Wir müssen dringend in sein Cockpit. Du bist hier der Boss, versuch's doch. Übernimm die Kontrolle, ich bin gleich zurück. Du bist gleich zurück? Wo willst du hin? Tragen wir es unter uns aus, Gamer. Was soll das? Glücksbringer! Hä, eine Sprühdose? Soll ich Graffiti sprühen? Bingo. Glaub nicht, dass dir das was nützt. Game over, Gamer. Hört zu, verschwindet schnell. Sie darf euch nicht berühren. Zeit, mich zu verwandeln. Wer bist du? Ich habe jetzt keine Zeit, um dir das zu erklären, aber ich bin du. Nur ein paar Minuten später. Sie hat recht, das fühle ich. Sie ist du, aus der Zukunft. Verrückt. Hör zu, ich weiß, es klingt unglaublich, aber vertrau mir. Ich meine, vertrau dir selbst. Oh, Papa ruft gleich bei mir an. Ich meine, ruft bei dir an. Er wird verärgert sein, weil Madame Chamac vor der verschlossenen Tür der Bäckerei steht. Die Torte! Aber ich hab doch noch Zeit. Das habe ich auch gedacht. Aber Madame Chamac kommt früher. Geh schnell und kümmere dich um die Torte. Keine Sorge, Ladybug schafft das locker allein. Wie gerate ich nur immer in so verrückte Situationen? Cat Noir, ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber wir brauchen Timebreakers Akuma. Dein Leben hängt davon ab. Welches Leben? Ich habe 9. Ich mein's ernst, der Akuma ist in ihren Rollerblades. Wir müssen ihn befreien. Sehe ich plötzlich alles doppelt? Das erkläre ich dir auch irgendwann mal. Wenn wir die Energie von ihnen haben, können wir beide noch weiter in der Zeit zurückreisen. Ich will meine Uhr zurückhaben, also auf geht's! Das Allerwichtigste ist, sie dürfen dich nicht anfassen. Ich will die Miraculous Timebreaker! Sie werden im Handumdrehen erledigt, wenn wir etwas schneller werden. Dann sollten wir zuerst noch etwas Energie tanken. Danach machen wir sie fertig. Oh, warten Sie. Sie ist gerade gekommen. Alles in Ordnung, danke. Alles in Ordnung. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Mission erfüllt. Du meinst, Mission Nummer 1 ist erfüllt. Zeit für Mission Nummer 2. Tiki, verwandle mich! Ja! Jetzt sind wir schnell genug. Nun machen wir Ladybug und Cat Noir fertig. Und wenn wir erstmal ihre Energie haben, können wir zusammen in der Zeit zurückreisen und uns unsere Uhr holen. Ich dachte, wir verfolgen sie. Hey, braucht ihr Hilfe? Danke. Die sind echt schnell auf ihren Rollerblades. Jedenfalls auf dem Boden, stimmt. Also sind sie in der Luft wohl nicht so schnell. 2 Ladybugs. Das nenne ich Glück. Also das ist echt ein ganz schön verrückter Fan. Was? Ladybug? Wieso seid ihr beide da drin?
Ladybug, du weißt doch, wer ich bin, dein größter Fan. Bitte, bitte hol uns hier raus. Es ist grauenhaft hier drin. Ich meine, es ist grauenhaft, wenn du nicht in der Nähe bist. Hier drüben, Ladybug. Hilfe, Ladybug, Hilfe! Was ist mit euch passiert? Es ist furchtbar. Dieser Mann hat ein Foto von uns gemacht und plötzlich waren wir hier gefangen. Dabei sind wir doch nur auf der Champs-Élysées spazieren gegangen. Ich hoffe, dass Cat Noir inzwischen schon da ist. Entschuldigen Sie, Monsieur. Monsieur? Monsieur, wären Sie vielleicht bereit, uns ein Interview zu geben? Ich werde erst mit meinem Fotoshooting aufhören, wenn Jagged Stone hier auftaucht. Wo bist du, Jagged? Dein größter Fan wartet auf dich. Ich möchte doch nur ein Foto von dir. Denn sonst wird die Bevölkerung von Paris bald nur noch in der Erinnerung existieren. Das ist ja furchtbar. Ich muss tun, was Pixelator verlangt. Ich rate ihn dringend davon ab. Es ist da draußen gefährlich. Was heißt schon gefährlich? Jagged Stone wird sich so eine Chance doch nicht entgehen lassen. Das könnte meiner Karriere sehr nützlich sein. Oh. Na, juckt es Sie im Finger? Ja, da ist er! Ladybug! Yay! Yeah. Ich hab dich schon erwartet, Ladybug. Jetzt schön hier hineinsehen. Hör mal, ich mach dir ein Angebot. Du lässt die unschuldigen Menschen frei und ich verschaff dir ein Fotoshooting mit Jagged Stone. Nein, hör nicht auf sie. Sie versucht, dich reinzulegen. Wieso sollte ich dir glauben, Ladybug? Du hast keine andere Wahl. Ich bin die Einzige, die weiß, wo Jagged ist. Wie wäre es, wenn ich die Hälfte jetzt freilasse und die andere Hälfte nach dem Fotoshooting? Okay, einverstanden. Hättest du wohl gern.